Konvenzhörchen haben wir ein kleines Buch, was sich sehr stark für die Frauenrechte einsetzt. Emanzipation und die verbundenen Hasswellen sehr, sehr vieler Leute, die sich für die Rechte der Frauen einsetzen. Es ist vielleicht für euch ein trockenes Thema, auch ein sehr politisches Thema, aber ich finde dieses Buch trotzdem toll. Und es lohnt sich auf jeden Fall, das Buch zu lesen, erst recht, weil es nicht so lang ist. Netz aus Angst ist von Bianca Echtermeier geschrieben worden und im September 2018 im Midnight Verlag erschienen. Es hat 200 Seiten, das Taschenbuch kostet 11 Euro und das E-Book 3,99 Euro. Charlotte ist Journalistin und ist erschüttert über die Reaktionen über einen Artikel, die eine Kollegin von ihr veröffentlicht hat. Der Artikel ist eben über Feminismus und als Charlotte ihre Kollegin tot vorfindet, erstochen, weiß sie ganz genau, sie muss mit der Polizei zusammenarbeiten und diesen Frauenverachtern sich stellen. Dabei gerät sie natürlich auch ein bisschen selber ins Visier, was nicht ganz ungefährlich ist. Ich finde es ein super Thema, denn auch wenn ziemlich viele behaupten, ja, ich bin ja emanzipiert oder mittlerweile Emanzipation auch schon als Schimpfwort gilt, ist es trotzdem ein sehr tagesaktuelles Thema. Weg von diesem ernsten Thema, hört euch mal die Hörprobe an. Ich finde sie super spannend, das ist das erste Kapitel und dort wird man direkt schon ins kalte Wasser geschmissen. Es ist actionlastig und man glaubt gar nicht wirklich, was da gerade passiert. Wir sehen uns am Ende der Hörprobe nochmal und dann erfahrt ihr, was ihr tun müsst, um dieses Buch zu gewinnen. Viel Spaß! Prolog. Ihre Knie brannten. Sie legte die Hände auf die nackte Haut, aber das machte die Sache nicht besser. Auch das Holz, auf dem sie lag, war eine Qual. Sie rutschte mit dem Rücken und dem Po ein Stück nach rechts und wieder zurück. Es ging nicht. Immer wieder landeten ihre Knochen in der Ritze zwischen den Holzleisten, sodass sie inzwischen anfingen zu schmerzen. 90 Grad Celsius. Sie senkte den Blick und schaute an sich herunter. Ihre Brustwarzen mochten die große Hitze nicht, aber ihr Busen war noch vollkommen trocken. Auch auf ihrem Bauch war kein Tropfen Schweiß. Die Temperatur war unerträglich, aber es kam nichts aus ihr heraus. Um sich abzulenken, machte sie sich rund, zog ihre Knie zum Mund und küsste erst das eine und dann das andere. Das Holz links von ihr knackte. Erschrocken stellte sie die Beine wieder auf das weiße Handtuch und legte die Arme neben den Körper. Was war das gewesen? Nach einem kurzen Moment des Innehaltens kam sie sich lächerlich vor. Hier musste sie nun wirklich keine Angst haben. Sie drehte ihren Kopf zur Glastür rechts von ihr. Es war niemand da. Sie war allein. Allmählich ärgerte sie sich, weil sie keine Ruhe fand. Das liegt daran, dass deine Gedanken so viel Energie produzieren, dass man diese Sauna damit eine Woche durchheizen könnte, dachte sie und stöhnte leise auf. Von ihrem Bauchnabel und dem Armbeugen flossen die ersten Schweißtropfen. Es klopfte. Sie zuckte zusammen und schaute sich um. Ein Mann mit Glatze und einem kleinen Pferdeschwanz stand vor der Sauna und winkte ihr durch die Glastür zu. Er trug einen langen, tiefblauen Bademantel und hatte weiße Gummischlappen an den Füßen. Sie lächelte gequält zurück. Wenn er reinkommen wollte, sollte er es doch einfach tun. Aber hoffentlich sprach er sie nicht an. Sie hatte keine Lust auf ein belangloses Pläuschen an ihrem Wellness-Tag. Es klopfte wieder. Oh Mann! Sie drehte den Kopf zur Tür und sah, dass inzwischen ein weiterer Mann mit Jogginghose und T-Shirt neben ihm stand. Das war komisch. War irgendetwas falsch? Vielleicht gab es einen Defekt oder so, auf den sie die Männer aufmerksam machen wollten. Sie setzte sich auf, nahm die Ecken vom Handtuch und wickelte es fest um sich. Um möglichst gelassen zu wirken, schlenderte sie betont langsam auf die Tür zu. Sie drückte die Klinke runter, aber der Mann im Bademantel war schneller. Seine Hand schoss von außen zum Griff und schob sie wieder zu. Jetzt kam noch ein dritter dazu. Alle fingen laut an zu lachen. Sie starrte die Männer an und war entsetzt. In ihren Armen begann es langsam zu pochen. Das passierte immer, wenn Panik in ihr aufstieg. »Könnten Sie bitte die Tür öffnen? Ich möchte hier raus, sofort!« Der Kerl im Bademantel kniff seine Lippen zusammen und warf ihr einen Kuss zu. Von hinten sprang ein weiterer Mann nach vorn. Wo kamen sie auf einmal her? Der Neue schob die anderen zur Seite und hielt seinen Mittelfinger direkt an die Scheibe. Sie schreckte zurück und fasste nach hinten ins Leere. Der Knoten von ihrem Handtuch lockerte sich und es rutschte zu Boden. Wenn das ein blöder Scherz sein sollte, ging er aber mächtig daneben.
Sie beugte sich runter und wickelte das Handtuch wieder um sich. Diese doofen Typen mussten zur Rede gestellt werden. Sie trommelte mit der linken Faust gegen die Glastür. »Das ist nicht witzig! Sie lassen mich jetzt auf der Stelle hier raus! Ich werde das melden!« schrie sie. Die Männer äfften ihre Panik nach. Der Bademanteltyp hielt einen Zettel an die Scheibe. »Hexe!« Augenblicklich wurde es in ihr still. Sie war in Gefahr. Der Schweiß strömte von ihr herunter. »Denk nach«, sagte sie sich. »Denk nach«. Sie atmete heftig und schloss kurz die Augen. In der Sauna gab es innen einen Panikknopf. Genau, das war die Lösung. Sie öffnete die Lider und ihr Blick flog durch den Raum. Wo war der Knopf? Sie schaute sich um, aber sie konnte ihn nicht entdecken. Hastig stieg sie auf die Stufen, aber sie sah immer weniger. Alles war so schummrig. Die Männer hinter der Tür waren für einen Moment ruhig. Doch dann fing einer an zu grölen und alle anderen stiegen ein. Nicht daran denken, nicht daran denken. Ihr Herz raste. Wenn sie diesen Knopf nicht fände, würde sie sterben. Sie müsste hier drinnen elend zugrunde gehen. Es war so furchtbar heiß. Sie tastete sich am Holz entlang. Ihre Hände spürten die Vertäfelung, die Holzleisten und die Lücken dazwischen. Aber da war kein Knopf. Ihre Finger sausten rauf und runter. Das Handtuch rutschte ihr wieder vom Körper und draußen schrien alle noch lauter. Sie versuchte es aufzuheben, aber sie konnte kaum noch etwas sehen. Dann verlor sie das Gleichgewicht und fiel von der letzten Stufe. Ein furchtbarer Schmerz durchzuckte ihr Knie, als es aufschlug. Sie berührte es und fühlte Blut zwischen ihren Fingern. Warum nur das alles? Was hatte sie getan? Ihre Kraft war weg. Sie ließ sich einfach umfallen und blieb auf dem Boden liegen. Bitte Gott, wenn es einen Ausweg gibt, dann zeig ihn mir, dachte sie. Neben ihr zischte der Dampf. Der Ofen, genau. Sie würde ihn stoppen. Wenn sie ihr Handtuch auf die Steine würfe, könnte sie die Glut doch ersticken. Sie stand rasch wieder auf, um es sofort auszuprobieren. Die Steine zischten unter dem nassen Stoff. Mit einem Mal konnte sie wieder klar denken. Helle Flammen loderten auf. Sie schaute zur Glastür, aber es war niemand mehr dort. Ihr Kopf drehte sich zurück zum Feuer. Sie wusste, dass sie jetzt weglaufen konnte, aber sie blieb einfach stehen, bis alle Bilder verschwanden. Als sie aufwachte, lag sie auf dem Boden neben ihrem Bett. Spannend, oder? Ich fand's mega gut. Es hat mir mega viel Spaß gemacht, das aufzunehmen und diese Angst und diese Action direkt schon am Anfang zu haben. Ja, was ihr tun müsst, ist, mir unten in die Kommentare zu schreiben. Wir haben ja das Thema nicht nur Feminismus, sondern auch Journalismus. Mich würde interessieren, worüber ihr gerne mal einen Artikel schreiben würdet, um der Welt mal zu zeigen, ja, das ist wichtig, auch das ist wichtig im Leben, was andere Leute einfach übersehen. Ja, ich freue mich auf eure Kommentare, bin gespannt, was ihr schreibt und worüber ihr andere Leute aufklären wollt. Und dann sehen wir uns morgen beim nächsten Türchen. Tschüss!